sicher, dass die richtig rum sind, Sonja. Ja, klar. Was ist falsch? Also, du musst erstmal. Ja, du hast doch erst dann du musst. Bitte nicht. Nein! Gefühlt alles nochmal neu machen. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video und zwar heute zu einem Zusammenschnitt von einem Twitch-Livestream. Erstmal Dankeschön an Luca fürs Videoschneiden. Gerne. Und zwar habe ich zusammen mit einer Freundin namens Sonja einen Schreibtisch von Elite zusammengebaut und einen Stuhl, einen Gaming-Stuhl, den ihr hier auch schon mal seht. Auf jeden Fall Dankeschön an Miveba bzw. an André, weil die bzw. er hat mir das Ganze zur Verfügung gestellt. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie bin ich nicht so der Mensch für so ein Kooperationsvideo, und dass ich mich hier so hinstelle und einfach nur den Schreibtisch zeige, sondern irgendwie hat mir dieser Zusammenschnitt besser gefallen, das passt besser zu mir, als es einfach nur so runterzurattern. Ich finde es einfach unterhaltsamer. Und ich weiß, solche Sachen sind nie wirklich gerne gesehen, also könnt ihr mir sehr gerne mal ein Feedback dalassen, wie ihr so eine Art von Kooperation findet. Und ja, auf jeden Fall findet ihr den Link dazu in der Videobeschreibung, beziehungsweise zu den beiden Sachen. Und wie gesagt, wenn euch das Video gefällt, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Okay, das ist noch einfach mit den Rollen. Da kann ich sagen, jetzt ist es einfach nicht verkackt trotzdem. Ich bin sicher, dass ich einfach rein. Oh, okay, es geht einfacher als gedacht. Ich kriege es nicht da rein. Ja, schwere Geburt. Geil, erster Schritt ist getan. Ah, wir brauchen das Ding noch. Wir müssen das umdrehen mit den Rollen. Ja, das wird so schief gehen. Ich glaube, das Pinökel-Ding muss nach oben. Also Leute, falls ihr mal einen neuen Stuhl braucht, ne? Und den, keine Lust hat, den aufzubauen, ruft uns an. Sag sie mal. Ha. Ich hast doch erst dran gemusst. Bitte nicht. Wie soll man das? Scheiße. Nein. Ich glaube, oh, was? Ja, doch. Ja, doch schon. Aber wo? Aber wie? Ja, wo kommt denn die Schraube überhaupt hin? Ja, aber ich finde den Stuhl ganz nice. Er sieht schön aus. Oh Gott. Das sieht echt richtig Spaß aus. Ich kann jetzt schon nicht mehr. Aber das so weit. So rum? Warum? Okay. Weil das so stehen muss. Aber ist das nicht außen? Müssen wir wieder tauschen? Hä? Ja. Was? So muss es ja. Aber das sieht nach außen aus. Hä, ja, das? Oh. Ich hab ja so nichts ganz dran. Kannst du irgendwie was machen? Drücken. Warn doch erstmal. Sorry. Vorsicht. Oh, Pound hilft. Zu welchen Gummi haben wir? Das sagst du mir jetzt. Irgendwie ist die hier oben noch nicht so ganz vorbei. At the motel under the street lights in the city of palms. Klar, weil ich da einfach so eine Stange ins Gesicht hauen würde. Tell me what you want when you want if you want. Ist tief drin bei dir? And you can call me names if you call me up. Was kommt denn als nächstes? Wo kommt die Stange hin? Die Stange? Oder muss sie noch nicht? Die muss noch nicht, nur. Ja, sicher. Wo muss die denn? Gar nicht, so wie es aussieht. Aber wo kommt die Stange denn hin? Guck mal hier. Da ist die Stange. Und da ist irgendwas zwischen die Stange. Ja, und da hängt irgendwas drüber. Ist irgendwas drüber? Richtig, was? Gut, dann machen wir die Platte. Ich hätte die auch alleine tragen können, aber. Das ist schon okay. Richtig beim Balancieren. Ist okay, ich verschmähe meine Hilfe doch einfach. Warum so aggressiv, Alter? Ja, dann können wir das ja genau. Ja. Und genau so. Das haben wir jetzt so geplant, ja. Hä, passt das bei dir? Die ist schon wieder schief, das passt wieder nicht irgendwie. Guck mal, das haut nicht hin, Sonja. Das ist ja immer noch nicht ganz. Das ist normal, weil die noch nicht fest ist. Guck
Das ist doch nochmal besser. Das wird schlimmer. Das wird gar nicht schlimmer. Ich bin ein Perfektionist, deswegen triggert mich das. Ich weiß. Ich habe dir 3 Jahre ausgehalten. Das kann doch nicht richtig sein, Leute, wenn man in das Loch da, also wenn die Schraube da nicht richtig drüber ist oder nee. Oh, das hast du schon selber gerade gemacht jetzt. Das hab ich gut. Oh mein Gott. Aber wo kommt hier noch eine Schraube hin? Weil da kommt das reingehängt. Weißt du, das mit dem Tuch? Sicher, dass wir die Stange richtig machen. Dann kann ich da einfach reinstecken. Die Stange? Ja, die Stange. Wie sie hier? Da auf der anderen Seite auch noch. Ja. Sicher. Scheiße, guck mal, die passt genau da. Nee, das kann ich. Sicher, dass die richtig rum sind, Sonja? Ja, klar. Das ist falsch rum. Nein. Das muss falsch rum. Das muss falsch rum sein, weil da müssen die Löcher sein. Ich dachte, du musst mal. Nein! Ach nee, ich habe keine Lust drauf. Ich habe kein gefühlt alles nochmal neu machen dann. Leute, wir können ihn endlich umdrehen. Ja, das sieht doch schon mal besser aus, Leute. So, Leute. Wir nähern uns dem Ende. Okay, wo muss das denn? Muss das dran? Okay. Jetzt so. Junge, ich vermuss das denn damit. Also sind wir jetzt fertig so. Eigentlich müssen wir jetzt ja nur noch die Kabel hier verstecken, aber ansonsten. Okay, dann haben wir, glaube ich, echt alles, oder? Ja. Oh mein Gott. Leute! Wir haben es geschafft! Man muss mal irgendwas. Warte, ich muss noch dort. Ah! Das geht nicht, ich wusste nicht. Kann man irgendwie Farben ändern, oder? Das weiß ich gar nicht. Ah, Leute, wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft, sei so stolz auf uns. Ja, ich auch. And watch it go like. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und diese Art von Kooperation. Wie gesagt, schreibt mir gerne euer Feedback dazu in die Kommentare. Schaut gerne in die Videobeschreibung. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao. Oh Lord.